Hallo zusammen. Schauen wir uns ein weiteres Anwendungsbeispiel zum Thema Ereignisschlussrechnungen an. Annahme: Eine Kalkulation von Malerarbeiten bei einem Bauvorhaben. Fünf Arbeiter arbeiten 4 Tage lang auf der Baustelle und wir nehmen an, ein Arbeitstag hat 8 Stunden, 4 Stunden am Vormittag, 4 Stunden am Nachmittag, 8 Tage insgesamt. Und so wollen wir rechnen. Ereignisschlussrechnung bedeutet, dass die Schlussrechnung nicht direkt anzuschreiben ist, sondern einmal eine Ereigniszeile, weil ein Ereignis während der Arbeiten passiert und danach kommt erst die richtige Schlussrechnung dazu. Das Ereignis wäre, ab dem dritten Tag in der Früh helfen 3 Arbeiter zusätzlich mit. Und wir wollen uns ausrechnen, wie lange dann die Arbeiten dauern würden. Das wird ja dann vermutlich schneller gehen als 4 Tage, wenn 3 Arbeiter mehr mithelfen. Beginnen wir. Der normale Schlussansatz wäre, wir haben 5 Arbeiter auf der Baustelle, die, und jetzt muss ich es mir in Arbeitsstunden umwandeln, nicht in Tagen gerechnet. Insgesamt sind es 32 Stunden Arbeit, 32 Stunden. Ein Tag hat 8 Stunden, 4 Tage sind kalkuliert, 8 mal 4 ist 32. Und dann habe ich einen Ereignis-Eintritt. Wann? Ab dem dritten Tag in der Früh, also sind 2 Tage vorüber, 2 Tage mit je 8 Stunden. Also 16 Stunden sind vorüber, minus 16 Stunden. Jetzt mache ich mal so eine Welle drunter und jetzt beginne ich eigentlich erst mit der richtigen Schlussrechnung, die wie folgt ausschaut. 5 Arbeiter würden jetzt noch wie lange arbeiten müssen? 32 Stunden war kalkuliert. 16 Stunden sind vorüber, also müssten Sie noch 16 Stunden arbeiten, rein theoretisch. Und jetzt das Ereignis, ich habe aber nicht mehr 5 Arbeiter auf der Baustelle, sondern ich habe insgesamt 8 Arbeiter auf der Baustelle, 3 zusätzlich. Und wenn ich jetzt 3 zusätzlich auf der Baustelle habe, frage ich mich, wie lange würden die Arbeiten insgesamt dauern? X. Und jetzt ist eine ganz normale Schlussrechnung. Schlussrechnung bedeutet, ich mache mir links und rechts Pfeile, immer von der kleinen zur größeren Zahl. Also geht auf der linken Seite der Pfeil nach unten, weil unten die größere Zahl steht, von 5 nach 8. Auf der rechten Seite muss ich nachdenken, habe ich mehr Arbeiter auf der Baustelle, dann wird das Ganze schneller vorangehen. Das heißt, es werden weniger als 16 Stunden sein. Das ist eine kleinere Zahl, definitiv. Also geht der Pfeil nach oben von der kleinen zur größeren Zahl. Habe ich die Pfeile richtig gesetzt, beginne ich mit dem Anschreiben. Entlang der Pfeile wird dividiert. Also 5 dividiert durch 8 ist gleich x dividiert durch 16. Dann mache ich mal die Bogen drüber und drunter. Heißt, Produkt der Außenglieder ist gleich Produkt der Innenglieder. Also außen mal außen. 5 mal 16 ist gleich 8 mal x. Und jetzt möchte ich von dem x den 8er lösen, mit Hilfe einer Äquivalenzumformung. Der 8er ist mit einem Mal verbunden, lösen mit der Äquivalenzumformung, mit der Gegenoperation, das heißt, dividiert durch 8, aus mal 8 wird dividiert 8.
Und wenn ich das ausrechne, 5 mal 16 dividiert durch 8, erhalte ich 10 Stunden. Das heißt, 10 Stunden würden die Arbeiten jetzt noch dauern bei diesem Bauvorhaben. 10 Stunden würden sie noch dauern. 16 Stunden sind schon vergangen. Also insgesamt 26 Stunden Arbeitszeit. Und jetzt muss ich die 26 Stunden Arbeitszeit wieder in Arbeitstage zurückverwandeln. Ich weiß ja, ein Tag hat 8 Stunden Arbeitszeit. Das sind also 3 Tage, Tage mit einem kleinen d bezeichnet für das. 3 mal 8 sind 24 und würden noch 2 Stunden Arbeitszeit überbleiben. Das heißt, dadurch, dass dieses Ereignis eingetreten ist, am dritten Tag in der Früh, konnte die Arbeit von insgesamt 4 Tagen reduziert werden auf 3 Tage und 2 Stunden. Alles klar?